Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Odin Sphere Leaf Thrasher hier bei Crash 49. Wir machen weiter mit dem Winterhornkamm, denn wir befinden uns nämlich auf der Suche nach Hindel, das Drachenorakel, also dem Drachenorakel, weil er etwas über den Fluch, den er auf Cornelius lastet, sagen kann. Also, weil, um ihn über den Fluch zu befragen, der Cornelius gerade belastet. Und ja, jetzt kommen wir wieder in einen ziemlich starken Kampfraum. Dort könnte ein weiterer Miniboss warten. Sonst gibt's ja nichts. Gibt's ja zwischen der Rastzone und Schatzräume. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor wir dann schließlich zum Boss gelangen. Also, gehen wir weiter. Ja, eine Miniboss-Zone. Und es ist tatsächlich wieder diese gewaltige Berg. Dieser lebende. Wow. Auf den es aufzupassen gilt. Ja, so komme ich jedenfalls nicht dran. Alter, macht er sich zu einem gewaltigen Schneeball. Es werden einfach immer mehr von denen. Die haben hier irgendwo ein Nest. Ich muss jetzt hier mit Luftangriffen arbeiten, um diesen Spinner loszuwerden. Aua. Hat er das vorher schon mal so gemacht? Ich glaube eher nicht, ne? Eieiei, aua! Da zerquetscht er mich schon wieder. So, Blitz- und Donnerwetter. Alter, was war das jetzt? So. Jetzt kriegt er eine. Ja, her mit dem Todesdampf. Gib her. Aua! Warte. Schmeckt das? Wie schön vergiftet wärst. Alter! Wenn mich jedes Mal weghaut. Na, komm schon. Ah, zu wenig. BP. So, Powerpunkte. Das Gift macht ihn zu schaffen, das ist gut. Ja, aufpassen. Alter! Sag ich, da rede ich schon von aufpassen und dann passiert sowas. Beschwert er wieder solche lebenden Eiskristalle. Vulkan! Aua! Wow. Ah, daneben. Ja, jetzt kann ich wieder nur noch A-Rang erreichen. Alter! Kann auch mal chill mitten angreifen? Aufpassen. Ah, bin schon wieder erwischt. Komm schon, Gewitterwolke, tu deinen Job und hilf mir. Alter, wird hier zerquetscht. Komm schon. Jetzt geh mal down, du.
Leider nur A-Rang. Aber was kriegen wir denn dafür Feines? Käsekuchen. Das ist mal was Herzhaftes. Da war die Schatztruhe hier hinter versteckt. Gibt's da noch ein Ei dazu? Nein? Keine Lust auf ein Ei. Will man mir kein Ei mehr geben? Schade. Naja, aber habe ich überhaupt ein Ei? Sonst kann ich mir vielleicht eins kaufen. Gehen wir erstmal zur Rastzone. Wie viel hat die? 16. Was zum... Was machen eine Valkyrie hier? Naja, um ihn über einen Fluch zu befragen. So. Wieder so ein Kobold. So. Schwimmen wir mal wieder den reisenden Koch. Naja, dann könntest du mir ein paar Sachen bieten. Ich habe ein Ei. Ich kaufe mir noch eins. Dann ein Brötchen und etwas Milch und Käse. Geht sich leider nicht mehr aus. Was ich eher brauchen könnte, sind Materie. Dann nehme ich mir einmal Materie, bitte. So. Jetzt kann ich mir einen neuen Käsekuchen gönnen. Ein kleines Dessert kann nie schaden. Außerdem benötige ich hier etwas Heilung. Gnocchi und Käsekuchen. Jetzt schauen wir mal. Gnocchi kann ich herstellen. Und Käsekuchen. Zwiebelbacken wäre aber jetzt gerade besser. Ja, aber gut, was soll's. Eye of Toast, Mann. Da ist der Käsekuchen. 1400 bis 1000. Da gibt's aber ein Käseomelett. Boah, was ist jetzt nun besser? Ich würde sagen, das Käseomelett. Es gibt nur 2400 EP. Das gibt gleich 3000 EP. Dann gönne ich mir mal die beiden Sachen. Oder ich gönne mir einmal das hier und dann ein Käsekuchen. So. So, schon viel besser. 999 KP geht sich genau aus, ey. So. Käsekuchen ist da besser als Gnocchi. Nehme ich mal so einen Käsekuchen. Dankeschön. Sieht gut aus. Reicht aber leider nicht ganz für ein Level Up. Oh, Zwiebelbolin könnte ich mir aber jetzt machen. Tja, mache ich mir auch noch gleich eins, wenn ich schon dabei bin. Wenn ich schon dafür die nötigen Zutaten habe, dann sollte ich das auch nutzen. Ja, damit. Nom. Nom. Ah. Super. So, mehr geht leider nicht. So. Dann gibt es noch ein paar Schätze. Wieder etwas zu holen. Hier eine Tasche und da. Ja. Dann sind wir eigentlich schon fertig. Also, gehen wir jetzt erstmal zum Schatz. Der scheint sich da oben zu befinden, ne? Und sag doch, die Schneemänner gucken irgendwo hin, wo es, gib her. Kann ich nicht mehr? Okay. Ich dachte, ich hätte es bereits verwendet. Oh, Käse. Sehr nah an. Gut, dass ich mir da keinen gekauft hätte, weil da habe ich jetzt
Oder habe ich mir einen gekauft? Ich weiß es gerade nicht. Achso, das Rübli. Also gut, hier gab es mal Käse. Joa. Nicht schlecht. Oh, fast vergessen. Soll ich mal wieder was pflanzen, weil... Ich habe eh wieder zu viel von denen. Er kommt, gleich 3 Traubenkerne. Okay, passt. Gib mal her. Gib dir ein paar Trauben. Gegorenen Trauben sollte ich vielleicht mal essen. Weil die braucht man ja nicht als zur Kochzutat, oder? Aber vielleicht als... als Heilung, ha. Für einen Heiltrank. Ja komm, nutze ich das. Jetzt sollte ich mir auch gleich vor dem Boss einen Wärmetrank gönnen, für alle Fälle. Ja gut. Dann gibt es ja auch wieder einen Schatz zu holen. Lass es sich ein bisschen umgucken. Ha, Materie. Sehr gut. Jetzt sind die tatsächlich zur Mangelware geworden, was früher nie der Fall war. Ja. Dinge erinnern sich. Hier ist gar nichts. Wow. Wie enttäuschend. Aber da bist du drin. Was ist das? Illumini. Okay. Habe ich das schon mal gehört? Warum wachsen die eigentlich in solch kalten Gebieten? Wundert mich schon zutiefst. Alter, ich hoffe, ich sehe über sie hier keine Fusonenkristall. Vielleicht ist er da unten irgendwo. Na gut. Holen wir uns erstmals den neuen Archiveintrag. Oh, geht alle sterben! Ihr möchte gern Mini-Yetis. Jetzt kommt noch ein Greif dazu. Alter, der beschwört Blitze. Das macht ihn wiederum ziemlich interessant, diesen Gegner. So. Schön Kombi in der Luft. Und das wär's. Habe ich schon etwas mehr erwartet für diese Stufe. Wörterbuch von Arion? Hm. Ah ja, Aufstieg und Fall von Valentins. Könnt ihr wie immer selbst lesen. Traubenkern. Ja gut. Dann sind wir hier mal fertig. Begeben wir uns jetzt zu den großen Kampfraum. Ich habe schon erwartet, dass das vielleicht... Das ist so ein, Alter. Ja, ich konnte mich noch nicht mehr bewegen. Was soll ich denn machen, ne? Das killt ihn noch nicht mal. Ich hab mein Schwein verheilt. Jetzt reicht's mir.
Schloss lustig. Verdammt, ich hab mich irgendwie schützen können. Der Greif. Yeah. Cornelius geht hier ab. Yes. Der Boss hier. Können die Gegner einpacken hier. Zack. So, wo ist der letzte Gegner? Wo ist er? Schnell, bevor der S-Rang abläuft. So, komm. Das war's. Junge, Junge. So, was haben wir denn da? Ah ja, eine kleine Tasche, stimmt. Eine Rosmarelle. Nice. Sehr gut. So. Das war eigentlich auch schon der letzte Kampfraum hier. Mehr gibt es nicht. Nope. Nichts, dass ich wüsste. Aber es gibt vielleicht noch einen Kampf im Schatzraum hier. Dort, wohin die Schneemänner blicken. Da gilt es etwas zu zerstören. Dort gibt es einen versteckten Fusionenkristall, ne? Hä? Moment. Okay, was ist das jetzt? Ein Rezept. Crepe. Allein Milch braucht man dafür? Hm. Ja, ich weiß nicht, wie man Crepe herstellt. Und ob das jetzt mit... Und vor allem ist es ein Videospiel, wo es eigentlich nicht wirklich realistische Zutaten verwendet werden. Oder wird es realistischen Zutaten nachempfunden? Ich kann es nicht sagen, weil ich kein Meisterkoch bin. Moment, ich muss mal bei den Fähigkeiten kurz gucken. Wo die Schneemänner hinstarren. Nahe des Endpunkts. Ja, aber wo, bitteschön? Was gilt es da zu machen? Zuzuschlagen? Vielleicht mache ich erstmal die Schneemänner alle kaputt und dann ziehe ich weiter. Da gibt's doch irgendwo irgendwas. Da muss es ja was geben. Ach, hier! Moment. Da starren jetzt die Schneemänner auf die andere Seite. Was muss ich dafür machen? Muss ich so eine Art Brandfalle hernehmen? Der Vulkan? Ich sehe nicht, was ich da tun müsste, um da ranzukommen, um das Zeug. What the fuck? Wollt ihr von mir? Jetzt verschwende ich den letzten Vulkan tatsächlich. Muss doch eine
Ah! Sieh einer an! Da gibt's einen Weg! Oh, nice! Ein versteckter Geheimgang. Sehr gut. Aber da gibt's doch noch eine weitere, oder? Meisterkette. Was macht das? Passive Fähigkeit erhöht bis zu 3-mal den Schaden für jede Fähigkeit in einer Combo. Tja, dann verstärke ich das auch gleich. Für bis zu 4-mal und gleich bis zu 5-mal. Das ist sehr interessant. Das ist tatsächlich ein Geheimraum. Ja, das könnte man mir nicht erzählen. Aber hey, es gibt ja noch woanders was von Winterhorn kam. Hauptstadt von Valentin, Belohnung für Gebietsabschluss. Ja, ist gut. Da gibt es aber noch etwas. Beim Winterhorn kam, ja. Belohnung für Gebietsabschluss, ach so, ja. Okay, aber hier. Ach so. Ja. Ja, Hauptstadt von Valentin. Das wird jetzt das nächste sein. Ich sag's ja, das gibt es als Welt. Oder irgendwann das nächste. Ich weiß es nicht. Egal. Im Moment, da ist noch was. Da glänzt mir eine Münze. Oder zwei. Ja, ich bin ein bisschen geldgeil. Ja, und? So, dann begeben wir uns gleich zum Boss. Wir haben ja alles erledigt. Aber vorher könnten wir noch etwas essen. Wir haben ja Milch dafür. Naja, wir können ja von hier aus zur Rastzone uns hin teleportieren. Also begeben wir uns jetzt zum letzten Raum vor dem Boss. Vermutlich könnten hier wieder Gegner auftauchen. Geht nicht. Aber das. Ja, jetzt habe ich wirklich einen Vulkan verschwendet, ich Depps. So. Egal, kann ich mir jetzt wieder was kaufen dafür. Suche jetzt halt wieder ein bisschen Level aufzusteigen. Heiliger Kristall haben wir bereits. Das Feueramulett plus 1. Habe ich total vergessen. Eieiei, dann geht sich das andere Zeugs nicht mehr aus, oder? Verdammt, um 4 Münzen, ey. Schön. Aber dann können wir das andere verkaufen. Feueramulett plus 1. Abwehr ist wichtig in der Situation. Ja, komm, tu den Knochen weg. Brauch kein Mensch, das ist nur Platzhalter unnötiger. Der Schlemmring kommt auch weg. Ja, das gibt einiges an Gold. Hm. Boah. Die Wunderfrucht muss ich mir unbedingt aufheben. So, dann gib mir mal das von deinen Zeugs. Dann... Ja komm, gib mir zweimal Materie, bitte. Stufe 2 hat das bereits. Sehr gut. So, Koch, erscheine. Ich brauche etwas zu essen. Ich habe neues Rezept. Crepe.
Kann ich mir eigentlich auch gleich erstellen. Ja. Bringt dementsprechend jetzt auch nicht viel, weil es ja auch nur Milch benötigt und mehr auch nicht. Oh, jetzt habe ich das gar nicht gesehen. So. Ah. Sieht gut aus. So. Mehr geht anscheinend nicht. Ich kann mir doch was herstellen. Um auch den restlichen Erfahrungspunkte-Bonus zu kriegen. Fruchtiges Crepe? Au! Oh! Jetzt brauchen wir doch mal die Maubeere. Eieiei. Und da fehlt mir leider Gottes ein Napfel. Hoho, schade. Hätte das vorher gewusst. Man sollte also wirklich alles möglichst... Na gut, dann muss ich halt jetzt die Maubeere aufheben, bis dass ich mir einen Napfel kaufen kann. Also bis dass ich einen Napfel habe. Soll ich denn einen Napfel kaufen? Mehr geht anscheinend nicht. Man sollte also wirklich... Ja, ich sehe schon. Möglichst, sag schon. Boah. Man sollte also wirklich doch so viel wie nur möglich vom selben Essen her. Möglichst viel vom selben Mahlzeit. Möglichst oft dieselbe Mahlzeit essen. Dann springt vielleicht dabei was anderes aus. Habe ich vorher gar nicht gewusst. Okay, Zeit für den Boss. ドラゴン。誰もが恐れるヒルイナ危険式の王ハインデルよ。願わくば姿を現せ。私の問いに答えてくれ。お前の願いは叶わぬ。ハインデルを求めるのみ。たとえ世界の果てまで探したとて無駄なことだ。 ドラゴンよ。お前がハインデルではないのか。我が友人は賢くも愚かだった。忠告を聞かず人間に関わった挙句無残な返礼を受けた。幾千の剣でもってしても流輪は砕けぬ。だがドワーフどもが作り上げたその凄ましい魔石の刃は別だ。 ハインデルの胸を突き破り、神にも等しい我らに死という屈辱を与えた。この剣は冥界で渡されたものだ。ハインデルの死など私は知らない。ここへは呪われた好みの行くべき道を乞うために来たのだ。黙れ竜の仇。どこまで我らに害をなす。ベリアルの魂を奪い我らの卵を盗み、挙句にハインデルを殺した。 今、その呪わしい剣にまみえて一通りで血は逆流し、血も触れんばかりよ。待ってくれ。私には何一つ覚えがない。言い訳は聞かぬ。命乞い者よだ。今、お前を潜る者の名を教えよう。竜巻の王にして、早急の覇者。我こそは、すべてを滅ぼす者、ワーグナー。 祈りの糸もなく、地獄の豪華で焼き尽くしてくれようぞ。 Der tobende Drache Wagner. Er ist also tot, der andere. Das ist nicht gut. So, es gibt also jetzt einen neuen Drachen, gegen den wir antreten.
aufpassen. So. Blitzer und Donnerschlag. Achtung, der beißt zu. Ha. Jetzt gibt's Säures. Eine Brandfalle. Ob das wohl gegen einen Drachen was ausrichten kann? Er ist raus. Selbstverständlich. Aber für den Verbrennen, glaube ich, wird nicht funktionieren. Nö, das tut es nicht. Das tut den höchsten Schaden, aber nicht verbrennen. Der Vulkan vielleicht. Eine andere. Tut vielleicht was anderes. Und ich ließ mich doch tatsächlich treffen. Was macht er? Wird er, glaube ich, jetzt wütend, ne? Oh! Er lässt Feuer wie Meteor niederregnen. Und lässt sogar noch Feuerseelen erscheinen. Wie weit ist er denn geflogen? Eiselementare. Und wenn ich schon dabei bin, sollte ich vielleicht mir einen Wärmetrank gönnen, um kurz Schutz vor Wärme zu haben. So, Stärke erhöht sich schneller. So, mehr kann ich jetzt nicht tun, also... Attacke! Tun ihnen die Eiselementare nicht zusätzlich noch Schaden? Das geht einfach nicht, warum nicht? Tja, das tut ihnen aber schon eher Schaden. Eine Pepperoni hier? Okay. Na schön. Das Glück kann ich ihn damit auch betäuben. Todesdampf. Nutzen wir es auch gleich. Oh ja, er ist fast down. Das macht ihn saumäßig viel Schaden. Alter, ich brenne. Und das wär's. Schnell, sammle das Zeug sein. Oh nein, die Münze, oder? Wagner,私をどこに連れて行こうというのか。この真の像に刃を打ち込む得難い好機に。 お前はためらった。情けで命を長らえるのは屈辱だが、お前の心根には感じるものがある。竜を傷つけるその武器と、それらを生み出す輩は許すことはできん。だが、一度だけお前の慈悲に応えよう。お前の問いに返答を与えよう。この呪いのことを教えてくれるのか？ 一夜にして滅んだ魔法王国の話を聞いたことがある。今は亡き王国バレンタインに伝わる呪詛がその姿の原因だ。姫の国の名だ。イングベイという男の言うことが本当なら、辻褄は。国は失ったが、民は死んだわけではない。皆呪いを受け風化と鳴り果てたのだ。 風化たちは呪いを解くために結束して働いていると聞く。元の姿に戻る方法があるのか？一体どうすれば？そこまでは預かり知らぬ。眼下を見るがいい。荒野はかつてのバレンタイン国首都だった。だが今は妖精どもの領土、魔王と取り合いを続ける争い絶えぬ地だ。この下に 風化の住む場所がある。あとは当人らに尋ねてみるがいい。これで貸し借りはなしだ。名もなき風化よ。私の名はコルネリウス。感謝する、ワグナー。勘違いをするな。我が復讐は続く。その狂人を振るう者はいずれも許さぬ。次にまみえる時は舐めてはかからぬぞ。
お前も油断せぬことだ。 困ったぞ。どこからその町へ入ったらいいのか。おや、あれは君、待ってくれ。あら、見ない顔ね。ダメよ、こんなところをうろついてちゃ。私はタイタニアのコルネリウス。プーカの町を探しているのだが。まあ珍しい。 よその国のプーカだなんて、私はメリル。異国の方でよくここが分かったわね。この呪いを解く方法を、あなたがたは知っていると聞いたのだ。どこでそれを？私たちの秘密なのに。でも、あなたもプーカだし、協力するなら教えてもいいのかしら。人の道に戻らぬ限り、何だってしよう。誰にも喋ってはダメ。 秘密を守れる？天とこの命に固く誓う。いいわ、教えてあげる。どんな魔法もプーカを人間に戻せない。ただ一つの魔法を除いては。それがバレンタインで作られた魔法のコイン。世界にあるすべてのコインを集めれば、どんな願いも 一つだけ叶えられるの。願いはもちろん、皆の呪いを解くこと。作られたコインを全て集める。一体どのくらいの数なんだ。皆で集めているのだけれど、まだどれだけあるのか。一つの国全部の効果を集めるのは並大抵じゃないのよ。あ、いけない。こんなところで立ち話をしていると大変。 もうすぐこの辺りも戦場になるわ。妖精たちに挑む魔王の軍隊がやってくる。来て、私たちの秘密の町はこっちにあるの。Sehr interessant. Davon wusste ich auch nichts mehr, dass diese Münzen benötigt werden. Eine Flucht zu brechen. Überspannung. Steigert die von Psyphos Fähigkeiten verursachten Benommenheitseffekt. Okay. Kann ich ja leider nicht steigern, da ich nicht genug Personen habe. Aber gut, ja. Das war's jetzt wieder mit diesem Part. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, bitte ich dich zu bestätigen mit einem Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid da wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crash Wolfig geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Odins 4 Leaf Thrasher. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!